Hallo, ich meine lieben Zuschauer, herzlich willkommen im LS22 auf der Map Niemandsland. Das musste ich überlegen, jetzt hätte ich beinahe Hinterland gesagt. Das ist ja schon ein kleiner Moment her. So, der ist gut hier vorne angekommen. Er steht, glaube ich, auch ganz richtig. Da werden wir mal schauen, dass wir jetzt Dünger kaufen können. Na, ob das klappt. Ich lasse ihn erstmal stehen, ansonsten schiebe ich es noch ein bisschen weiter vor. Also, ja, jetzt ist der Punkt wohl doch zu eng dran. Ich mache das erstmal auf. Okay, er hat aufgemacht und jetzt werde ich gucken. Naja, da kann ich R drücken, da reagiert er nicht. Okay, dann muss ich das nochmal ändern. Ist ja nicht schlimm. Ist ja gar nicht schlimm. Machen wir das mal an. So. Ja, ich würde sagen, da gehe ich hier vielleicht bis da. Ich möchte keine rechtwinklige Ecke hier schaffen. Die mögen die Fahrzeuge nicht. So, jetzt fahre ich ein Stück weiter vor. So, erreichst du den Punkt? Nee, du hast den anderen wieder am Wickel da. Warte, da machen wir das mal ganz anders. Den nehme ich jetzt weg. Den hier nehme ich weg. Den nehme ich auch weg. Und dafür binde ich nur die beiden. Da muss er nämlich da diesen greifen. Mal gucken, ob das klappt. Ich mache das erstmal so von Hand. Ich schiebe den jetzt mal so hin, dass der den da vorne greift, den Punkt. Ja, das könnte hinkommen. So, jetzt versuche ich es nochmal. Das klappt. Kein Kalk. Wir nehmen jetzt Mineraldünger. Eieieiei. Wie teuer wird... Ja, minus 60. Ich habe es gewusst. Jetzt bin ich im Minus. Und das Teil ist noch nicht mal voll. Aber das wird doch reichen. Ja, jetzt ist es soweit. Jetzt kann ich auch niemanden mehr bezahlen. Jetzt müsste ich das selber fahren. Und das mit der kleinen Sämaschine nachher bei der Aussaat. Also ich komme jetzt nicht um meinen Kredit drumherum, habe ich mir fast gedacht. Na gut, aber mehr Dünger kaufe ich jetzt auch nicht. Du fährst jetzt zurück zum Hof. So, das sollte ja jetzt gehen. Jawohl, funktioniert. Ist alles angebundene. Und ich werde jetzt mich um einen Kredit kümmern müssen. Eieiei. Das gefällt mir überhaupt nicht, aber es nutzt nichts. Was soll's? Was nehmen wir denn? Minus 63. Ja, noch fährt er. Das ist ja auch schon etwas, was eigentlich normalerweise nicht mehr... So, wo ist denn jetzt Kredit? Ach, hier unten. Kredit. Leihen. Ach, hier. Ja, ich muss das gucken. Ich habe das ja... Was weiß ich überhaupt? Ich glaube, im 22er überhaupt noch nie gemacht. Dann nehme ich mal 5, 10, 15, 20, 25, 30. Ich denke, das reicht. Na, ich brauche noch den Strohsammler. Ich gehe lieber ein bisschen höher. Wenn ich jetzt schon einen Kredit nehmen muss, dann machen wir 50er und fertig. So, gut. Okay. Jetzt haben wir 50.000 Kredit genommen. Wie teuer ist denn der Sammelwagen? Da besitze ich ja auch keinen. Gucken wir gleich mal nach, damit wir gleich vorbeugen. Hier sind die. Schauen wir mal. Nein. Das ist... Ja, der interessiert mich schon mal. Ach Gott, 70... Na, das geht ja gar nicht. Nö, nö, nö. Ich denke mal, ich werde den mieten müssen. Wie sind denn die vorderen? Der ist 46. Und der ist 30. Das ist der ganz kleine. Ich denke mal, wenn ich den miete, ich will mal gucken, wie teuer das wäre. Hier, Einstellung kann ich ja später machen. Hier 70. Kostet das was? Ich glaube mir nicht, oder? Nee. So, als wenn ich den jetzt miete. Ich will wissen, wie teuer das kommt. Och, das ist ja gut. Da werden wir den auf jeden Fall nur mieten. Aber jetzt noch nicht.
So. Und wenn ich da, ja, brauche ich sonst noch was? Nee, eigentlich jetzt erstmal nicht. Nein. So, der ist angekommen. Prima. Dann komm mal mit, mein Kleiner. Jetzt haben wir es Dünger hier drinne. Jetzt will ich mal gucken. Wie ist denn jetzt die Arbeitsbreite? Ist die anders? Nee, ist immer noch 12 Meter. Das reicht mir auch aus. Okay. Dann kann ich ja den Kurs von vorhin nehmen eigentlich. Dann brauche ich keinen neuen machen. So. Kurs laden. Und dann kannst du direkt anfangen, mein Guter. Und anschließend können wir säen. Mit der kleinen Sämaschine dort. Ja, ich bin gespannt, ob das Saatgut reicht. Schon dafür ist es gut, dass ich den Kredit jetzt doch genommen habe. Naja, sobald es geht, werde ich den abbezahlen. Das ist nicht gut, aber es ist jetzt, wie es ist. Hier fliegen Flugzeuge. Ich habe schon mal eins gesehen, da hat einen richtigen Schatten überm Feld gegeben. Aber jetzt habe ich es verpasst, jetzt haben wir es nicht gesehen. Gut, jetzt macht er das schön zurecht hier. Ja, mache du mal. Da gibt es gute Werte. Aber es wird schon ganz schön was verbraucht. Naja, ist Gott sei Dank nur ein kleines Feld. Obwohl ein bisschen größer dürfte es schon sein. Ja. Okay. Das ist eine ganz schöne Spanne, wenn man da oben guckt. 190 Kilo pro Hektar. Hallo, Ballo. Das ist nicht ohne. Aber das reicht aus. Es war ganz gut, dass das nicht voll geworden ist. Ist immer alles zu irgendwas gut, ne? Da haben wir es wieder. So, und da vorne setzt er jetzt wieder an. Hoho, hat er in die große Ecke gelassen. Der macht die erste Ecke immer alles rund. Das ist nicht gut. Ich habe scharfe Ecken eingestellt. Naja, das Feld wird sowieso nicht bleiben. Und die Ecke da, die werde ich verändern. Ich mag das nicht, wenn das so aussieht. So. Ja, wuh, wuh, wuh. Welcher Hund das ist, keine Ahnung. Vielleicht ein wildernder Hund. Ich hab keinen. Ja, ich habe ja den Mod drin für die Naturgeräusche, ne? Da wird der Birgit ihr Katerle wieder die Ohren spitzen. Ja, die kleine Stelle hättest du aber auch noch wegmachen können, ne? Naja. Jetzt die letzte Strecke. So. Okay. Gleich ist es geschafft. Wie viel Zeit haben wir denn noch? Oh, wir haben noch Zeit. Wir dürfen noch säen. So, bleib mal stehen. Ach, jetzt hat er es weggemacht. Ja, wunderbar. Hast da Glück gehabt, du. Diese ganz kleine Ecke da hinten, die lasse ich jetzt. Das ist jetzt wurscht. Aber das hier, das wäre mir zu groß gewesen. Gut. Arbeit beendet. Sehr fein. Dann nehmen wir erstmal den Kurs hier raus. So, dann komm mal mit. Jetzt holen wir uns die Sämaschine. Paar, wie das aussah mit den verfaulten Kartoffeln.
So, das mache ich aber ganz woanders jetzt, dass ich das ablade. Das mache ich jetzt mal hier, dann kommt sich das Zeug nicht ins Gehege. So. Jawohl. Oh, bei mir fährt hier draußen schon wieder die Polizei rum. Ich weiß nicht, was da schon wieder los ist. Die haben die Richtung eingeschlagen. Wieder da hinten. Asylanten. Wohnheim. Vielleicht haben die sich schon wieder an die Köppe. Keine Ahnung. Wo stelle ich dich hin? Hier stehst du nicht gut. Dann könntest du bei der Feldarbeit stören. Komm, wir bringen dich mal weg. Du bist jetzt leer, da kann ich mir dann das nächste Mal reinfüllen, was ich brauche. Und du stehst jetzt hier mit dabei erstmal. So, komm mal mit. So, nur da vorne hin, damit ich an die anderen Maschinen noch rankomme. Das reicht. So. Die Maschinen da drinnen sind sauber und die sind in einem guten Zustand. Das ist schon mal klasse. So. Jetzt wollen wir mal gucken. Na komm. So. So, ich will jetzt kein Weizen. Nö, 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 nö. Ich möchte jetzt gerne Raps. Jawohl. So, da werde ich dich dann auch. Ich weiß gar nicht, warum ich die alle da oben ansetze, aber ist ja eigentlich egal. Ist ja eigentlich egal. So, mein Guter. So, was haben wir? 3 Meter. Schon mal besser als 2,5, ne? So, da wollen wir mal gucken, dass wir für dich einen Kurs machen. Für 3 Meter. Job erstellen. So. Okay, wir haben 3 Meter. Ich mache nur ein Vorgewende. Wir fangen auf den Bahnen an. Scharf. Im Uhrzeigersinn, jawohl. Kann ich eigentlich alles so lassen? Generieren. Gut. Feld Nummer 1 säen mit 3 Metern. So, dann kann der loslegen. Erster Weg, Punkt und ab. Wie teuer ist denn eigentlich der Fermenter, den ich da eigentlich im Auge habe? Moment mal, das könnte man eben noch kurz kontrollieren. Dafür würde ich bereit sein, nochmal Geld auszugeben. Ja, unter Produktion dürfte das Teil sein. Fabriken vielleicht, oder ich guck mal so. Aber ja, ich bin nicht sicher. Ich weiß nicht, wo der untergebracht ist. Ich muss den suchen. Da ist er ja schon. 90, ne, haben wir nicht. Haha, shit. Aber das ist den werde ich bauen, diesen Fermenter. Der ist nicht allzu groß und der kann vor allen Dingen Stroh. Jawohl, das wäre schon gut. Häckselgut, Stroh und Gras verarbeitet der. Okay. Die anderen hier, die habe ich mir auch gezogen. Das ist eine gute Kombi. Mal gucken, ob ich die verwende hier auf dieser Karte. Ansonsten mit Sicherheit auf einer anderen. Was ist denn das hier? Silageproduktion für 15.000 Frankenhofgebäude. Ah ja, den Mod habe ich, dieses Frankenpack.
Das auch mit Stroh. Stroh, Häckselgut, sogar Heu. Wie groß ist denn der? Der ist vielleicht sogar noch besser dann für die Karte jetzt hier. Moment mal. Den könnte ich nämlich schon bauen. Oh, da muss ich aber auch ganz genau überlegen, wohin. Ich weiß noch nicht, wie ich das mal gestalte hier. Vielleicht eher auf die Seite. Wie sieht das aus? Ach, da muss man da so da reinkippen und rausholen. Auf der anderen Seite sieht ein bisschen komisch aus, ne? Nee, ich bleib bei dem, den ich bauen wollte. Und gut ist. Ich glaube, das ist besser. So, wir haben hier noch einiges. Hier könnte ich jetzt auch Silage drinne machen. Aber 100.000 Ecken ist auch ordentlich. Nee, ich habe nicht genug Geld, ich weiß. Was ist das hier? Ist noch so ein Teil? Fermentersilo. Ach, das ist der gleiche nochmal, warum auch immer. Okay. Kalkherstellung, die habe ich auch wieder hier drinne. Die ist recht gut. Die nehme ich sehr, sehr gerne. Aber jetzt nicht im Moment. Momentan müssen wir sparen. Gut, dann werde ich das jetzt erstmal noch nicht bauen. Da wird die erste Ernte halt komplett verkauft. Ja, der macht einen guten Job hier und anschließend werde ich den reparieren müssen. Jetzt steht jetzt auf dem Traktor. Ne, das ist auf der Sämaschine. Habe ich die schon repariert an der Werkstatt? Das sieht doch mal hier so aus. Kann mich gar nicht erinnern. Ja, kann sein. Also den... klar habe ich das gemacht. Na sicher. Die ersten Geräte, die ich gleich brauche, habe ich repariert. Den Drescher noch nicht und den Anhänger auch nicht. Genau so war das. Jetzt habe ich gerade ein bisschen angefangen, an mir selber zu zweifeln. Na sowas. Nö. 35 Kerne pro Quadratmeter. Okay. Schön sparsam. Dann reicht das hier knippeldick. Da bin ich ja ganz froh drüber. Wie viel Zeit haben wir noch? Ein klein wenig. Jo, was könnte man noch in der Zwischenzeit jetzt anstellen? Ich werde mal rüberspringen. Sollte ich den schon reparieren schicken? Komm, wir hängen dem mal das Schneidwerk an. Es muss ja sowieso sein. Und der hat so gut wie keinen Sprit mehr. Ich würde sagen, hängen wir mal das Schneidwerk an. Wie viel Arbeitsbreite sind das? 5 Meter. Na gut, für das kleine Feld ist es in Ordnung. Komme ich hier durch? Durch das Tor? Maßgerecht. Ha, sehr gut. So, ich würde sagen, ich versuche den mal zu reparieren. Mal gucken, wie viel das kostet. Und dann könnte ich den ja eigentlich schon wegen Sprit, muss ich ja auch noch dran denken. Der hat ja fast keinen Sprit drin. Ohne Sprit kann ich nicht ernten. Also ist das schon, es war schon gut mit dem Kredit, glaube ich. Ja, ja. Ja, ja, sehe ich so. So, ausschalten, aussteigen. Dann werden wir mal gucken, dass wir den reparieren. Ich glaube, das ist sinnvoll. Und dann schicke ich den vor, Sprit holen. Ach, jetzt steht der so günstig hier. Komme ich hier durch? Ich muss ja da rein. Ach nee, das ist auf der anderen Seite. Es ist ja gar kein Problem. So, hier fliegt schon wieder eine Fliege rum, genau vor meiner Nase. Das gibt's doch nicht. Die stört mich massivst. So, jetzt wollen wir mal gucken. Der Drescher selber. Das geht ja. Es hält sich ja eigentlich in Grenzen, muss ich mal sagen. Ich habe viel mehr gedacht. So, und jetzt das Teil. So. Ist der Drescher schon wieder mal heile. Das ist schon mal wichtig.
So, gut. Waschen. Ja, man sollte ihn waschen, hä? Der sieht schlimm aus. Der sieht so schlimm aus. Ich guck mal, aber ich kann den, glaube ich, da vorne nicht reinstellen in die Halle. Später werde ich hier eine andere Anlage bauen für Waschen und Co. und sowas alles. Mal gucken, ob der da drunter passt. Ich weiß es nicht. Probieren wir es aus. Mit dem Schneidwerk vor allen Dingen. Aber es kann täuschen. Es kann auch sein, dass es passt. Doch, es könnte passen. Ja, es passt. Es passt. Juhu! So, bleib mal stehen, mein Guter. Ausschalten ist besser, ist viel zu laut. So, auf welche Seite? Ja, ist schon richtig. Den Kercher an die Wand gequetscht hier. Nee, das will ich doch gar nicht. Ach. So. Wenn wir mal gucken, dass wir den gewaschen kriegen. Auch auf die Räder halten, hier wie beim Traktor. Jawohl, das scheint zu wirken. Das geht, das funktioniert. Prima. So. Jetzt noch das Schneidwerk, ganz klar. Das sieht ja schon mal ganz anders aus. Können wir noch ein Stück weiter vor? Ja, sieht mal besser aus, wenn man das mal so macht, hier nicht. So, ich denke mal, das tut's. Jetzt steige ich da ein. Jetzt haben wir aus dem Schmutzfink einen schönen Drescher gemacht und in Ordnung ist er auch. Jetzt muss er bloß noch tanken fahren. Aber das Schneidwerk kann er hier lassen dafür. Das lege ich mir mal hier vorne hin. Da hinten die Bruchbude, wo die alle drunter standen, die werde ich noch verkaufen. Und ich muss noch gucken, wo ich einen anderen Unterstand baue. Das wird sich dann noch zeigen. So, du kannst eigentlich tanken fahren, mein Guter. So, Tankstelle, genau. Ob das funktioniert? Der ist ja doch ganz schön breit. Aber ich werde nachher später auch noch eine andere Tankmöglichkeit bauen. Für den Anfang reicht das jetzt erstmal, was ich da habe. Das ist völlig in Ordnung. So, und jetzt sind wir leider über die Zeit, wie es aussieht. Eieiei, schon wieder mal. Okay, dann steige ich jetzt aus. Meine lieben Zuschauer, das wäre es dann erstmal für heute wieder. Ein bisschen vorangekommen sind wir ja. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch allen fürs Zuschauen und freue mich natürlich auch wieder über eure Kommentare unter dem Video. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen da. Dann sage ich jetzt erstmal Tschüssi für heute. Macht's gut, bleibt schön gesund und passt gut auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Eure Maritzel.